niedrig. Zu hoch. Blutdruck? Zu hoch. Und sein Beta-Level? Zu hoch. James? Ihr Sohn ist außerordentlich begabt. Verdammt, woher kenne ich das Gesicht? Das ist Richard Nolan. Er arbeitet für The Voice. Mr. Nolan? Richard, hören Sie mich? Wo bin ich? Im Zentralklinikum. Können Sie die Augen öffnen? Ich kann nicht sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das kommt gleich wieder. Eine Drohne hat sie gefunden, am Rand der M75. Wir fangen mit einem Sehtest an und anschließend stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Ich erzeuge jetzt ein leuchtendes Objekt im Raum. Sehen Sie es? Versuchen Sie, Ihren Blick darauf zu fokussieren. Gut, noch einmal. Sehr gut. Ihre Sicht wird sich bald wieder normalisieren. Wir machen jetzt ein paar Tests. Kognition, Emotion, Gedächtnis. Es dauert nicht lange. Wissen Sie, welches Datum wir heute haben? Samstag, den 11. Januar 2048. Sehr gut. Das stimmt. Ich spreche jetzt einen kurzen Text und stelle dann eine Frage dazu. Sind Sie soweit? Meine Augen sind blau, mein Haar ist braun, mein Haus ist weiß. Welche drei Farben habe ich genannt? Blau, weiß und braun? Sehr gut, das stimmt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Was passiert ist? Meine Familie. Wo ist meine Familie? Sie erinnern sich an nichts? Ich war in einem Auto. Da war ein Tunnel. Das wird schon. Körperlich sind Sie gesund. Sie haben großes Glück gehabt, Richard. Okay, ich schalte jetzt einen Teil Ihres AR-Systems wieder zu. Oh. Tut weh, hm? Ihre Augen und Ihr Gehirn müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Können Sie aufstehen? Kommen Sie bitte mit zu dem Tisch dort. Nehmen Sie den Würfel von der linken Tischhälfte. Beleuchten Sie ihn gelb und stellen Sie ihn auf die rechte Tischhälfte. Ausgezeichnet, Richard. Kommen Sie bitte, es gibt noch eine weitere Aufgabe. Okay. Wer ist das?
Der ist aus einer Entertainment-VR, oder? Nein, das nicht. Das ist mein Sohn? Ganz recht. Wie heißt er? John? Sind Sie sicher? James? Sehr gut. Wo ist James? Ist er hier? Sie haben schon nach Ihrer Familie gefragt. Eben gerade. Wissen Sie das noch? Wo ist er? Es ist nur ein Test, Richard. James ist ein guter Junge. Ich liebe ihn. Natürlich lieben Sie ihn. Sie sind sein Vater. Haben Sie beide einen guten Draht? Richard? Er ist ein guter Junge. Erkennen Sie diese Person? Das ist... Ja? Ist das Tracy? Ausgezeichnet. Erzählen Sie mir etwas von ihr. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Eine Erinnerung. Eine Situation. Irgendwas. Ich weiß noch, dass wir in einem Cabin Car gefahren sind. Es war Nacht. Wir haben gescherzt. Und ich habe Tracys Hand genommen. Sprechen Sie weiter. Die Bordelektronik war gestört. Es ist kälter geworden. Die Scheiben sind beschlagen. Ich habe ihr gesagt, wir sind gleich da. Okay. Und wissen Sie, wie lange das her ist? Was meinen Sie? Diese Geschichte. Wie lange ist die her? Ich weiß nicht. Wie ist es hiermit? Erkennen Sie das Gebäude? Ja, das... Ich arbeite dort. Ausgezeichnet, Richard. Was genau machen Sie da? Ich bin Spezialist für... Warten Sie. Ich schreibe über Technologie. Sehr gut. Und wie würden Sie Ihren Standpunkt nennen? Haben Sie einen? Ich bin Journalist. Mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ach so? Das kam ja schnell. Das ist ein Standardsatz, oder? Den sagen Sie immer. Kann ich wieder arbeiten, Doktor? Das müssen wir abwarten. Sicher wird es die ersten Tage nicht leicht. Sie haben ein amnestisches Syndrom. Erinnerungslücken, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen. Aber wenn Sie zu Hause sind, finden Sie sich bald wieder zurecht. Sie werden sehen. Okay, Richard. Alles soweit in Ordnung. Mir ist schlecht. Das ist normal. Das verschwindet. Ihr Gedächtnis wird auch zurückkommen. Vermutlich schon in den nächsten paar Stunden. Vielleicht nicht vollständig. Aber warten wir es erstmal ab. Na dann, alles Gute für Sie. Ich kann also gehen. Aber ja, Sie haben Neurostabilisatoren bekommen. Eine Depotdosis. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich jederzeit. Okay, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach so, natürlich. Sie wohnen am West Plaza, Mr. Nolan. Das Cabin Car führt Sie hin. Der Medic-Bot am Eingang wird Sie nach unten begleiten. Guten Tag, Sir. Bitte folgen Sie mir. Ich begleite Sie hinaus. Sie hören den Newsflash von The Voice, Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Nairobi. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. West Plaza, Berlin. Ihr Konto wird mit 25 Credits belastet.
Kleinigkeit zu essen. Dann bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei Marsset Incorporated. Der Mars, unsere Zukunft. Als Marskolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Haben Sie Interesse? Ein Nanoscan dauert nur 2 Minuten. Neu anfangen, Zukunft mitgestalten. Zu den Ersten gehören. Tracy, James. Guten Abend, Richard. Ich bin Simon, Ihr Base 5 Home Assistant. Heute ist der 11. Januar 2048. Es ist 19.33 Uhr. Raumtemperatur 20 Grad Celsius. Sie haben heute keine Termine mehr. Sie müssen entschuldigen. Ich habe mich gestern abgeschaltet. Was zum Teufel? Ist alles in Ordnung, Sir? Kann ich Ihnen etwas bringen? Tracy? Sie haben neue Cloud Messages. Richard? Bist du da? Komm schon. Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Melde dich, bitte. Wie spät ist es in New York? Sie schläft sicher schon. Richard? Das ist nicht komisch, okay? Geh jetzt ran. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann lass uns wenigstens darüber reden. Du kannst doch nicht einfach... Naja, meld dich bitte. Ich krieg sonst kein Auge zu. Tracy, was macht dieser Bot hier? Ich hab dir doch gesagt... Wenn Sie möchten, kann ich die Frage beantworten. Du hältst die Klappe! Tracy, ich will, dass dieses Ding hier verschwindet! Wenn ich etwas sagen darf, Sir? Sir! Möchten Sie nicht wissen, wo Ihre Familie ist? Okay. Wo ist Tracy? Miss Tracy ist nicht im Haus. Das sehe ich. Sie lässt ausrichten, dass sie über das Wochenende zu ihren Eltern gefahren ist. So, lässt sie ausrichten. Na schön, soll sie am besten gleich da bleiben. Was ist mit James? Sie hat ihn natürlich mitgenommen. Richtig, Sir. Die beiden kommen morgen zurück. Soll ich Ihnen einen Status dazu... Du sollst gar nichts. Hat Tracy gesagt, warum sie zu ihren Eltern will? Wie meinen Sie das, Sir? Ob sie einen Grund genannt hat? Sie hat mir nur den Auftrag erteilt, nach Ihnen zu sehen. Hat Tracy mich denn mal in der Klinik besucht? Weiß sie überhaupt, dass ich einen Unfall hatte? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Kannst du nicht oder willst du nicht? Ich verstehe nicht ganz... Ich sag's ja, zu nichts zu gebrauchen. Simon, welcher Trottel hat dir überhaupt einen Namen gegeben?
Ah, Lydia ist noch wach? Nicht, solange dieser Bot hier rumspioniert. Ja, Sir? Weißt du was? Am besten, du schaltest dich bis morgen ab. Wie Sie wünschen. Richard! Mein Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo hast du gesteckt? Ich war im Krankenhaus. Was? Wieso das denn? Bist du krank? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hatte einen Unfall, glaube ich. An der M75. Irgendwas mit der Bordelektronik. Oh Gott. Bist du verletzt? Mein Kopf hat wohl was abgekriegt. Sonst ist alles heil geblieben. Du hättest umkommen können. Und ich hätte es nicht mal erfahren. Das geht doch so nicht weiter. Ich weiß. Du musst mit ihr sprechen. Lydia, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Außerdem ist Tracy gar nicht da. Aha. Wo ist sie denn? Zu ihren Eltern gefahren. James hat sie auch mitgenommen. Sie hat einen Bot gekauft. Kannst du dir das vorstellen? Ausgerechnet ich habe jetzt einen Bot. Oh. Warum lachst du? Sie schenkt dir einen Bot? Das ist echt böse. Was macht sie denn bei ihren Eltern? Was weiß ich. Ist sie weg, weil ihr euch gestritten habt? Gestritten? Vor einer Woche? Du hast dich doch stundenlang darüber beklagt. Keine Ahnung. Die letzten paar Tage sind ein einziger Nebel. Meinst du, sie will sich trennen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Angst? Nein, wieso? Und warum sagst du nichts? Weil ich nachdenken muss. Schön. Dazu brauchst du mich ja nicht. Süße. Nein, schon gut. Ich habe eh noch einen Kunden. Um die Zeit? Es ist Mittag in New York, Richard. Ich sag doch, ich mache keine Nachtschichten mehr. Zu viele Verrückte. Erhol dich erstmal. Und vergiss nicht, wenn du mal wen zum Reden brauchst, du hast jetzt einen Bot. Ja, ja. Bitte öffnen Sie die Tür erst, wenn das Fahrzeug steht.